Herzlich willkommen beim Report Jahresrückblick. Es war ein Wechselbad in vielerlei Hinsicht das Jahr 1998. Politisch genauso wie emotional reihte sich mehr Außergewöhnliches aneinander als in anderen Jahren. Noch selten war zum Beispiel Weltpolitik so deutlich vom Privatleben eines US-Präsidenten beeinflusst. Noch selten sammelten österreichische Politiker so viele neue Erfahrungen, die einen bei der ersten EU-Präsidentschaft, andere durch die Causa Rosenstiegel. Noch selten waren wir Österreicher so stark von Gefühlen getragen wie bei der Katastrophe von Lassing. Lassen wir 1998 zunächst wie im Zeitraffer nochmals vorüberziehen. Die Bilder des Jahres mit vielen großen Auftritten und Abgängen. Ich gelobe, ist ein armer, beim Bischof wird man nicht sagen können, Teufel, aber er ist ein armer Mensch. Wenn diese Lügner das Maul halten, ist schon alles erledigt. I did not have sexual relations with that woman. Tell me lies, tell me sweet little lies. Tell me lies, tell me lies. Oh no, no, you can't disguise. You can't disguise. Tell me lies, tell me sweet little lies. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. Good evening. Earlier today, I ordered America's armed forces to strike military and security targets in Iraq. Come, they told me, ba-rum-ba-bum-bum. A newborn king to see, ba-rum-ba-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum. This is a sad day for the United Nations and for the world. Trotz solch trauriger Tage blicken die Österreicher jedenfalls so zuversichtlich in die Zukunft wie schon lange nicht mehr. Für 1998 war die Mehrheit noch skeptisch oder mit Sorge erfüllt gewesen. Jetzt dominiert Optimismus, besonders bei den Jüngeren.
Was wohl daraus abzuleiten ist, dass laut einer Umfrage des IMAS-Instituts 2/3 der Österreicher das zu Ende gehende Jahr doch als sehr gut oder ziemlich gut einschätzen. Eine Beurteilung, die sich die Regierungskoalition selbst auch gibt. SPÖ und ÖVP haben es schließlich geschafft, wirklich große Streitereien in diesem Jahr zu vermeiden, was der Opposition das Leben merkbar erschwert hat. Die Freiheitlichen waren überdies so sehr von inneren Krisen gebeutelt wie seit der Ära Norbert Stegers nicht mehr. Und die Strukturkrise der katholischen Kirche steigerte sich in bischöfliche Machtkämpfe von bisher ungekannter Intensität. Eine Erblast der katholischen Kirche sorgt am Jahresanfang für Schlagzeilen. Nach neuerlichen Vorwürfen wegen sexueller Belästigung tritt der ehemalige Erzbischof von Wien, Hans-Hermann Grohr, auch als Prior des Benediktinerstiftes St. Josef in Maria Roggendorf im Weinviertel zurück. Beim Neujahrstreffen der FPÖ in Graz droht Jörg Haider mit Rücktritt und ruft 1998 zum Jahr der Bewährung für seine Partei aus. Dass es hier keine Weichheit, keine Lachheit, keine Charakterlosigkeit, keinen Schlendrian geben kann. Kopfwäsche für einen blauen Kritiker. Jörg Haider sei nicht besonders motiviert, hat der Kärntner Landeshauptmann Stellvertreter Karl-Heinz Grasser in einem Interview behauptet. Er muss klein beigeben. Anfang Februar wird die Beamtenpension des Bundespräsidenten kurzfristig zum Thema. Thomas Klestil zahlt zurück und verzichtet. Der Präsidentschaftswahlkampf beginnt. Die SPÖ stellt keinen eigenen Kandidaten. Gegen den Amtsinhaber treten nur Außenseiter an. Seitenblicke-Stammgast Richard Lugner erweist sich als fleißiger Wahlkämpfer. Quereinsteigerin Gertraud Knoll entpuppt sich als politisches Leichtgewicht. Profipolitikerin Heide Schmidt leistet sich einen Wahlkampf und zieht keinen Schaden daraus. Ihr liberales Forum aber auch keinen Nutzen. 125.000 Fernsehzuschauer können in einer Pressestunde erfahren, warum auch ein gewisser Karl Walter Nowak Staatsoberhaupt werden will. Am 19. April gewinnt Thomas Klestil mit mehr als 63% der Stimmen. Das Kalkül der Großparteien ist aufgegangen. Die Österreicher bestätigen jenen Kandidaten, der ihnen keine Überraschungen versprochen hat. 8 Monate später. Richard Lugner hat die Enttäuschung über das Wahlergebnis, fast 10% der Stimmen, überwunden. Der Baumeister weiß heute, eigentlich hat auch er gewonnen. Auf seine Art. Alle Leute sagen, dass das ein Erfolg war, wenn man vom Staat weg ohne Hilfe einer Partei und ohne irgendeinem großen Team hinter einem 10% geschaffen hat. Das ist viel, das sind immerhin fast 500.000 Österreicher. Und wir rufen aus überall aus Auslandsösterreicher an und sagen, Herr Lugner, machen Sie weiter. Ich war vor 3 Wochen in den Vereinigten Staaten in New York. Ich war in 3 Lokalen und in jedem wurde ich erkannt. Die persönliche Bilanz ist, dass ich glaube, dass es meiner Frau und mir nicht wirklich geschadet hat, dass wir gemeinsam Wahlkampf gemacht haben. Es hat uns eher zusammengeschmiedet, weil wir gemeinsam ein Ziel angesteuert haben, wo meine Frau vom Anfang an dabei war. Während bei der Firma heißt es immer, sie ist später dazugekommen und sie ist Nutznießerin. Gertraud Knoll ist heute wieder Superintendentin des Burgenlandes. Auch sie hat einen Achtungserfolg erzielt. Mit 13,5% der Stimmen wird sie Zweite. Die Überraschungskandidatin träumte von einer Präsidentin der Herzen in der Hofburg. Der Ausflug in die Politik hat sie realistischer werden lassen. Ein Fehler war sicher, unterschätzt zu haben, dass ich in diese Kandidatur, so wie ich es gesagt habe, hineingesprungen bin und mich in keinster Weise darauf vorbereiten konnte. Und auch sicher unterschätzt habe, dass ein Wahlkampf auf Bundesebene ohne entsprechende Finanzen so nicht machbar ist. Im Frühjahr wird im niederösterreichischen Pottenstein sexueller Missbrauch in Kirchenkreisen bekannt. Jahrzehntelang hatte sich der Dächern des Ortes an Ministranten vergangen. Erst nach der Versetzung des Priesters langt eine anonyme Anzeige bei den Behörden ein. Die Delikte sind großteils schon verjährt. Für den Report bricht ein Opfer von einst sein Schweigen. Wirklich unangenehm wird es halt dann, wenn die Umarmungen oder die Liebkosungen intensiver werden, also dieses normale, herkömmliche Maß überschreiten. Und wenn man halt zur Begrüßung einen Mundkuss verabreicht kriegt. Das Tabuthema sexueller Missbrauch wird in allen Medien diskutiert. Das Sexualstrafrecht wird verschärft.
das Kriminalrätsel des Jahres. Anfang März verschwindet die 10-jährige Natascha Kampusch in Wien-Donaustadt auf dem Weg von der Wohnung ihrer Mutter zur Volksschule. Bis heute fehlt vom Mädchen jede Spur. Bei der Landtagswahl in Niederösterreich gewinnt die ÖVP erstmals seit 15 Jahren wieder Stimmen dazu. Erwin Pröll bleibt Landeshauptmann. Herausforderer Ernst Höger von der SPÖ tritt nach einigen Schreckmonaten zurück. Am 1. April fällt eine der letzten Männerdomänen der Alpenrepublik. Die ersten Rekrutinnen rücken in der Südsteiermark ein. Turbulenzen in der Salzburger FPÖ. Landesobmann Karl Schnell wirft das Handtuch. 700 Funktionäre werden auf Anordnung Haiders entlassen. Nach einer öffentlichen Demutsgeste darf Karl Schnell weitermachen. Anfang Mai wird das Verschwinden des freiheitlichen Abgeordneten Peter Rosenstingl öffentlich bemerkt. Er hinterlässt ein Finanzchaos. Hunderte Millionen fehlen. Hans-Jörg Schimanek soll als neuer Obmann die niederösterreichische FPÖ und die parteieigenen Wohnbaugesellschaften aus der Schuldenkrise führen. Anfang Juni wird Rosenstingl im brasilianischen Fortaleza verhaftet. Der Rosenstingl, was ist in dem Leben daneben gegangen? Weiter interviewt. Dorthin war er mit seiner Begleiterin Cornelia Gretsch geflüchtet. Vom ehemaligen niederösterreichischen Parteiobmann will die FPÖ nichts mehr wissen. Bernhard Kratzer landet nach seinem Urlaub auf Mauritius mehrere Tage in Untersuchungshaft. Die Affäre Rosenstingl wird zum innenpolitischen Dauerbrenner. Jörg Haider übt sich wieder einmal in Schadensbegrenzung. Zwei Nationalratsabgeordnete treten bis zur Klärung aller Vorwürfe zurück. Einer sitzt ab Oktober wieder auf der Hinterbank im Hohen Haus. Hermann Mentil. Auch ihn hat die Partei fallen gelassen. Er ist heute wilder Abgeordneter und sitzt auf Rosenstingls Platz. Nach eigenen Angaben sprachen unabhängige Prüfer den ehemaligen Finanzreferenten der FPÖ Niederösterreich von jeglicher Mitschuld am Finanzdebakel frei. Du warst ein Turbulentes, ich war. Ich habe unwahrscheinlich viel Erfahrungen gesammelt in diesem Jahr und habe auch viel dazugelernt. Vor allen Dingen habe ich mir nicht gedacht, dass es in den eigenen Reihen Funktionäre gibt oder Kollegen gibt, die wirklich in sehr unangenehmer Art und Weise versucht haben, die Dinge zu gestalten. Der Papst in Österreich. Mitte Juni trifft Johannes Paul II. Zu seinem dritten Pastoralbesuch ein. Er kommt in ein Land der schwelenden Kirchenkrise. Wer auf ein klärendes Wort gehofft hat, wartet vergeblich. Der Papst lässt Konservative und Reformer gleichermaßen unbefriedigt zurück. Ein Grubenunglück im medialen Sommerloch wird zum Massenerlebnis. Der 24-jährige Bergmann Georg Heinzel wird nach 10 Tagen im Berg lebend geborgen. Es ist das Wunder von Lassing. Der macht einen grundsoliden Eindruck. Er hat mit einem ganz kräftigen Danke oder sich eingestellt. Die Versuche, die 10 anderen Bergmänner zu retten, bleiben erfolglos. Die Medien vor Ort warten vergeblich auf weitere Wunder. Jörg Haider zieht nach der Causa Rosenstingl die Notbremse. Er ruft die gläserne Partei aus und verordnet seinen Abgeordneten einen Demokratievertrag. Freiheitliche Politiker sollen für Wahlversprechen haftbar gemacht werden. Der Wiener Abgeordnete Stix unterschreibt nicht und wird ausgeschlossen. Der Wirtschaftssprecher Thomas Prinzhorn geht Wochen später freiwillig. Die Kreditanstalt wird von der Vergangenheit eingeholt. Ehemalige Zwangsarbeiter des Zweiten Weltkriegs in bankeigenen Betrieben erheben Schadenersatzansprüche. Ähnlich wie in der Schweiz will der New Yorker Anwalt Ed Fagan mit Sammelklagen gegen österreichische Firmen vorgehen. Die Bundesregierung richtet eine Historikerkommission ein. 13. August. Ein 27-jähriger Niederösterreicher aus Aspang am Wechsel erschießt während eines Familienstreites seinen Vater und verletzt seine Mutter. Herbeieilende Gendarmen werden unter Feuer genommen. Ein Beamter stirbt, der zweite wird schwer verletzt. Der Täter wird verhaftet. Der Amoklauf löst erneut eine Diskussion um eine Verschärfung des Waffengesetzes aus. Die SPÖ verpasst sich im Herbst einen neuen Anstrich. Beim Parteitag in Wien-Simmering beschließen die Delegierten ein jahrelang diskutiertes neues Parteiprogramm. Die Parteistrategen inszenieren um Viktor Klima den Weg der Mitte. Im September lässt sich Bundespräsident Thomas Klestil scheiden.
Mitte Dezember tauchen Gerüchte um eine bevorstehende Hochzeit auf. Einen Tag vor Weihnachten ist es dann soweit. Das Staatsoberhaupt ehelicht im Wiener Rathaus seine langjährige Vertraute Margot Löffler. Helmut Zilk gerät ins Zentrum einer vermeintlichen Spionageaffäre. Er soll in den 60er Jahren für den tschechoslowakischen Geheimdienst gearbeitet haben, wird aus Prag bekannt. Hinter den Vorwürfen werden bald Politintrigen in Tschechien sichtbar. Präsident Havel soll diskreditiert werden. Beim Ad Limina Besuch der österreichischen Bischöfe in Rom kommt es zum offenen Konflikt. Bischof Kurt Krenn stellt sich gegen den Fünfjahresbericht, der dem Papst überreicht wird. Ihn stört der Anhang des Berichts. Eine Chronik der Konflikte in seiner Diözese. Ob im Streit um Pater Udo Fischer, ob bei der versuchten Aufklärung der Vorgänge im Stift Göttweig, immer hat der St. Pöltener Bischof seine konservative Linie vertreten. Die Wende erfolgt bei der Kardinalskreierung von Christoph Schönborn in Rom. Die österreichische Kirchenführung findet erstmals klare Worte zur Causa Grohe, als der ehemalige Erzbischof von Wien überraschend an der Zeremonie teilnimmt. Seitdem sind die Fronten klar. Bischof Krenn und einige wenige gegen die anderen. Für den neuen Vorsitzenden der Plattform Wir sind Kirche, Hubert Feichtelbauer, hat das dramatische Jahr für die Katholiken auch vieles bereinigt. Wir haben das Ausbrechen einer Strukturkrise erlebt, die es in allen ähnlich weit entwickelten Ländern wie Österreich gibt, also in Mittel-, in Westeuropa, selbstverständlich in den USA. Österreich ist nur ein Ableger davon, aber glücklicherweise hatten wir, ich sage ausdrücklich glücklicherweise, die Fälle Grohe und Krenn, die diese Auslösung schneller bewogen, hervorgebracht haben als anderswo. Und daher ist auch bei uns deutlicher zum Ausdruck gekommen, was die Kirche auch anderswo trifft. Wenn die Bischöfe darauf bestehen, alles entscheiden zu müssen und alles oder vieles falsch entscheiden, dann werden die Entscheidungen neben ihnen herlaufen. Es wird auch keine Kirchenspaltung sein, aber es wird eine andere Kirchenstruktur, die ohnehin nicht mehr unvorstellbar ist, schneller hervorkommen. Ein Kaiserenkel im Dunstkreis einer Spendenaffäre. Der Europaabgeordnete Karl Habsburg von der ÖVP hat Erklärungsbedarf. Warum sind hunderttausende Spendenschilling von World Vision für seine Organisation Pan-Europa verwendet worden? Die österreichische Innenpolitik wird im zweiten Halbjahr von Europa bestimmt. Die EU-Ratspräsidentschaft bringt internationale Politgrößen ins Land. Die Koalitionsregierung vereinbart 6 konfliktfreie Monate. Beim Treffen in Pörtschach werden die Themen für den großen Schlussgipfel in Wien abgesteckt. In der Wiener Hofburg werden aber wenig eindeutige Entscheidungen getroffen. Die großen Brocken wie Agenda 2000 und EU-Osterweiterung werden an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft weitergegeben. Innenpolitisch verkauft man eine europaweite Beschäftigungsinitiative als Erfolg. Von den Gipfelteilnehmern werden vor allem die Organisation und der festliche Rahmen gelobt. Eine der großen internationalen Krisen des heurigen Jahres eskaliert im Dezember. Tagelang bombardieren amerikanische und britische Streitkräfte militärische Ziele im Irak. Saddam Hussein soll die Möglichkeit genommen werden, Massenvernichtungswaffen zu produzieren. Die Aktion wird international nicht nur gut geheißen. Auslöser war die Weigerung Saddam Husseins, seine Präsidentenpaläste den Waffenkontrolloren der UNO zugänglich zu machen. Daran hat sich freilich auch nach den Luftangriffen nichts geändert. Derzeit verweigert der Irak jegliche Zusammenarbeit. Für den amerikanischen Präsidenten Bill Clinton ist das beherrschende Thema des Jahres ein anderes: Monica Lewinsky. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Die Aussage des mächtigsten Mannes der Welt, nie Sex mit Monica Lewinsky gehabt zu haben, ist falsch. Und sie bringt die größten politischen Turbulenzen seit dem Abhörskandal von Watergate in die amerikanischen Wohnzimmer. Als ich ihn damals gesehen habe, dachte ich, er kann nicht so dumm sein und die Amerikaner so unverschämt anlügen. Dennoch. Bis heute besteht Präsident Clinton darauf, keinen Sex mit Lewinsky gehabt zu haben, jedenfalls nicht nach seiner Definition.
Sonderermittler Kenneth Starr gibt sich viel Mühe, um zu beweisen, dass es doch Sex ist, was der Präsident da hatte. Jedenfalls nach der Definition der meisten Normalbürger. Die haben es übrigens nicht leicht, die Klärung dieses Umstandes in den Abendnachrichten an ihre Kinder zu vermitteln. Wie reagierst du, wenn dein Kind dich fragt, was ist das, Papa? What is that, Dad? Oh, well. Bill Clinton wird als erster Präsident seit 130 Jahren vor dem Senat angeklagt. Um seine Affäre mit Monica Lewinsky zu vertuschen, habe er Meineid geleistet und die Justiz behindert, entscheidet das Repräsentantenhaus. Ein Großteil der amerikanischen Bevölkerung vergibt dem Präsidenten sowohl den Seitensprung als auch die Lüge. Doch selbst wenn Clinton eine Absetzung durch den Senat noch entgeht, so richtig vertrauen können ihm hier nur mehr die wenigsten. Ich würde ihn jedenfalls nicht an meine Kinder heranlassen. Im August werden die amerikanischen Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam Ziele von Anschlägen. Dabei sterben 257 Menschen. Mehr als 5500 werden verletzt. Islamische Fundamentalisten bekennen sich zu den Anschlägen. Die USA identifizieren Osama bin Laden, den Bankier des Terrors, als mutmaßlichen Drahtzieher. Als Antwort auf die Terroranschläge greifen die Amerikaner Ziele in Afghanistan und im Sudan an. Ob die getroffenen Ziele tatsächlich, wie von den Amerikanern behauptet, Terroristen dienten, wurde nicht geklärt. In Russland war das Jahr von gesundheitlichen Problemen des Präsidenten Boris Jelzin geprägt. Immer wieder unterbrechen Genesungsurlaube die Regierungsgeschäfte. Eine galoppierende Geldentwertung und Löhne, die monatelang nicht ausgezahlt werden, kennzeichnen den Niedergang der Wirtschaft. Im September wird mit Unterstützung der Kommunisten Jewgeni Primakow zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Er tritt für langsamere Reformen ein. Russland kämpft auch gegen die zunehmende organisierte Kriminalität. In St. Petersburg wird die bekannte Oppositionspolitikerin Galina Starovoitova erschossen. Ein Friedensabkommen für Nordirland handeln Katholiken und Protestanten mit Hilfe des britischen Premierministers Tony Blair aus. Die Einigung soll den fast drei Jahrzehnte dauernden Bürgerkrieg mit mehr als 3000 Toten beenden. Vorerst geht es aber blutig weiter. Bei einem Bombenanschlag in der nordirischen Kleinstadt Omagh werden 28 Menschen getötet und 220 verletzt. Die Verhandler John Hume und David Trimble erhalten zu Jahresende den Friedensnobelpreis. Auch für den Nahen Osten wird 1998 am Verhandlungstisch ein Erfolg erzielt. In Y Plantation in den USA unterzeichnen Israelis und Palästinenser ein Abkommen zur Weiterführung des Friedensprozesses. Die Formel Frieden gegen Land geht wieder nicht auf. Die israelische Regierung muss sich deswegen im kommenden April vorzeitigen Neuwahlen stellen. In Algerien regiert zu Beginn des Jahres die Angst. Im Fastenmonat Ramadan richten islamische Fundamentalisten ein grausames Blutbad an. Nach Presseberichten werden in Westalgerien in nur einer Nacht 412 Menschen brutal ermordet. Es handelt sich um das schlimmste Massaker seit Beginn des Bürgerkriegs vor 6 Jahren. Eine Vermittlungsmission der Europäischen Union bleibt ohne Erfolg. Rund 2,6 Millionen Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen heuer von einer schweren Hungerkatastrophe im Sudan betroffen. Hauptursache ist der seit 15 Jahren andauernde Bürgerkrieg zwischen der islamisch-fundamentalistischen Regierung und christlichen Rebellen im Süden. Eine 2-jährige Dürre hat die Lage zusätzlich verschärft. Hunderttausende sterben. Wütende Demonstranten ziehen wochenlang plündernd und brandstiftend durch die Straßen von Indonesiens Hauptstadt Jakarta. Die Menschen protestieren gegen die wirtschaftliche Situation des Landes. Nach 32 Amtsjahren muss Präsident Suharto abdanken. Neuer Präsident wird sein Gefolgsmann Habibi. In Europa rollen die Panzer heuer im Kosovo. In der mehrheitlich von Albanern bewohnten Provinz gehen Polizei und Armee gegen die separatistische Befreiungsarmee UCK vor. Erst dem US-Diplomaten Richard Holbrooke gelingt es mit der NATO im Rücken, den jugoslawischen Präsidenten Milosevic zum Einlenken zu zwingen. Seither versucht unter anderem auch der EU-Sonderbeauftragte Wolfgang Petric, Serben und Albaner zu Verhandlungen zu bewegen. Pristina, die Hauptstadt des Kosovo vorige Woche. Der Wiener Geschäftsmann Boris Schneider auf der Suche nach seinen Millionen. Wir hoffen doch, dass durch die Anwesenheit der internationalen Organisationen ein gewisses Vertrauen in diese chaotische Situation zurückkehrt, sodass hier
die doch einer für Serbien wichtigen Exportproduktion wieder begonnen werden kann und dass wir dann schlussendlich unsere Investitionen, die wir getätigt haben, zurückbekommen. Fast 25 Millionen Schilling hat Schneiders Firma in dieses Bergwerk gesteckt, Ferronickel Glogovac, eines der größten seiner Art auf der Welt. Hier in der Nähe hat es im Frühjahr die ersten Zusammenstöße zwischen der UCK und der serbischen Polizei gegeben. Seither sind die Hochöfen kalt. Polizisten bewachen das Werk. Dort, wo sich die Polizei zurückgezogen hat, dort patrouillieren jetzt die Kämpfer der UCK. Zwischen den Fronten die Zivilbevölkerung. Nur internationale Hilfslieferungen können sie über den Winter retten. Den labilen Status quo im Kosovo sollen Kontrolleure der OSZE erhalten. Einen brüchigen Frieden, der im Frühjahr wieder zu einem Krieg zu werden droht. Denn im Moment ist es nur die Ruhe vor einem lang andauernden Sturm. Ausländische Journalisten haben sich jedenfalls auf längeres Bleiben eingerichtet und in Pristina ihre eigene Bar eröffnet. Ende August sterben mehr als 3000 Menschen bei Überschwemmungen in China. Sintflutartige Regenfälle verwüsten riesige Gebiete im Süden des Landes. Schätzungen zufolge beträgt der Schaden mehr als 300 Milliarden Schilling. 21 Millionen Hektar Ackerland werden überschwemmt. Bei der Kollision eines US-Militärflugzeugs mit einer Seilbahn in Cavalese in Norditalien werden 20 Menschen getötet. Unter den Opfern sind auch zwei Österreicher. Der Pilot war zu tief geflogen. Der Jet durchtrennte das Tragseil. Die Gondel stürzte in die Tiefe. Die Besatzung der Maschine muss sich vor einem Militärgericht in den USA verantworten. Tod und Verderben bringt der Hurricane Mitch in der letzten Oktoberwoche über Mittelamerika. 30.000 Menschen sterben in Honduras und in Nicaragua. Fast 1,5 Millionen werden obdachlos. Die wirtschaftlich ohnehin schwache Region wird um Jahrzehnte zurückgehen. Vor der kanadischen Küste bei Halifax stürzt Anfang September ein Passagierflugzeug der Swiss Air in den Atlantik. Flug 111 war von New York nach Genf unterwegs gewesen. Keiner der 229 Insassen überlebt den Absturz. Die Unglücksursache ist noch ungeklärt. Die Untersuchungen werden noch Jahre dauern. Bei der schwersten Zugkatastrophe seit Jahrzehnten in Deutschland verlieren 100 Menschen das Leben. Der ICE Konrad Röntgen entgleist bei Tempo 200 in der Nähe von Eschede im norddeutschen Niedersachsen und prallt gegen eine Brücke. Politisch geht in Deutschland heuer eine Ära zu Ende. Dabei verlieren auch scheinbar unverrückbare Dinge ihren angestammten Platz. Helmut Kohl nimmt Abschied und so übersiedelt auch das große Aquarium mit seinen Zierfischen aus dem Kanzlerzimmer. Hin zu jenem Mitarbeiter, der es schon vorher jahrelang gepflegt hat. Und auch Helmut Kohl selbst muss sich an einen neuen Platz gewöhnen. In der zweiten Reihe statt auf der Regierungsbank. Und daran, dass die Aufmerksamkeit jetzt einem anderen gehört. Seinem Nachfolger Gerhard Schröder, der es zum ersten Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte geschafft hat, einen amtierenden Kanzler bei Wahlen zu besiegen. Den Wechsel hat die Wahlnacht vom 27. September gebracht. Mit einem überraschend deutlichen Vorsprung für die SPD und einer klaren Mehrheit für Rot-Grün. Am Wahlabend will sich Schröder zwar noch nicht auf das Experiment Rot-Grün festlegen. Es ist ja das Gute, ist, hier oben versteht man nichts. Doch 10 Mandate Vorsprung im Bundestag geben der Koalition genügend Sicherheit. Es gibt den ersten grünen Außenminister der Welt. Die Lust am Regieren und der Wille zur Macht, das diszipliniert. Nach nur 7 Verhandlungsrunden steht der Koalitionsvertrag. Von außen betrachtet ist er genauso rot wie grün. Inhaltlich dominieren aber die Vorschläge der SPD. Die offen zur Schau gestellte Harmonie hält aber nicht lange. Die Pläne zur rot-grünen Steuerreform sind heftig umstritten. Und der vereinbarte Ausstieg aus der Atomenergie beschert Rot-Grün kurz vor Weihnachten den ersten handfesten Koalitionskrach. Dennoch, mit dem Koalitionsvertrag ist der Weg frei für Gerhard Schröders Wahl zum Kanzler. Ein Handschlag besiegelt den Wechsel. Helmut Kohl, ein würdevoller Verlierer. Es beginnt ein neues Kapitel deutscher Innenpolitik. Wehmütiger Abschied von der Macht. Der slowakische Premierminister Vladimír Mečiar
erklärt im September nach einer Wahlniederlage seinen Rücktritt. Der Abgang Meciars bedeutet das Ende der politischen Isolation der Slowakei. Pol Pot, der frühere Diktator von Kambodscha und Anführer der Roten Khmer, stirbt im April. Unter Pol Pots Schreckensherrschaft während der 70er Jahre sind 2 Millionen Menschen in Umerziehungslagern und bei Säuberungen ums Leben gekommen. John Glenn, der älteste Astronaut aller Zeiten. Der 77-Jährige bricht im Oktober zu einem historischen Weltraumflug auf. Nach 9 Tagen im All landet er wieder wohlbehalten auf amerikanischem Boden. Ziemlich unsanft sind 1998 viele Wirtschaftskapitäne gelandet. Die Turbulenzen in Asien haben etwa 10 Millionen Menschen arbeitslos gemacht. Die Folgen sind rund um die Welt erkennbar. Aber auch die russische Krise blieb nicht ohne Wirkungen. In den Reformstaaten war der wirtschaftliche Fortschritt seit dem Fall der Berliner Mauer noch nie so langsam und unberechenbar wie heuer, sagt die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. In Österreich hat sich im zweiten Halbjahr die im Prinzip erfreuliche Konjunktur leicht abgeschwächt. Vor allem wegen sinkender Nachfrage, nicht nur in Europa, sondern auch in den erwähnten asiatischen Krisengebieten. Die sind noch lange nicht aus dem Schneider. Asien, ein Paradies nur mehr für den Reiseprospekt. Die Idylle trügt. Die Wirtschaftskrise erschüttert die Region seit Jahresanfang. Der Konkurs japanischer Banken löste eine Welle der Pleiten von Japan bis Malaysia und Thailand aus. Zu viele Spekulationen sind schiefgelaufen. Es ist vorbei mit Wachstum und Wirtschaftswunder. Ausgestanden ist die Finanzkrise nicht. Negative Einflüsse auf Österreich waren gering. Der Tourismus ist ein bisschen der Gewinner in dieser Region, weil nach den Waldbränden in Malaysia und Indonesien und nach dem Verfall der Währung die Preise ins Uferlose gefallen sind. Jetzt nicht nur was Hotel und Leistungen im Land betrifft, sondern auch was die Flugpreise betrifft. Es hat einfach einen ziemlichen Rückgang des Tourismus eben aufgrund der Waldbrände gegeben. Und jetzt plötzlich müssen Länder, die vom Tourismus leben, wie Malaysia, Philippinen, Thailand, Indonesien, einfach nachlegen, um Auslastungen, die momentan um die 20-30% betragen, wieder wettzukriegen. Und wenn China seine 8% Wirtschaftswachstum nicht weiter erzielen kann, werden auch dort große Pleiten erwartet. Strukturkrise statt Aufschwung heißt die Gefahr. Auch 1999 wird sich die Situation in Asien nicht verbessern. Dass die Folgen so dramatisch sind, hat man, glaube ich, nicht gewusst. Und es wird sehr, sehr viel davon abhängen, wie die Situation in China weitergeht, meiner Meinung nach, ob die Chinesen plus den Amerikanern, die ja sehr viel Geld im Raum China investiert haben, ob sie das wirklich durchhalten können, den Yuan und damit auch den Hongkong-Dollar so hoch zu halten. Die Börsen haben weltweit die erste Jahreshälfte eine Hoss erlebt. Alle Kurse sind trotz Asienkrise gestiegen. Erst im Sommer gab es dann, ausgelöst auch durch die Abwertung des Rubels, an allen Börsen starke Einbrüche. Von Frankfurt bis New York lagen die Börsen erstmals seit 2 Jahren sogar im Minus. Im Dezember gab es wieder eine Kurserholung. Nur Wien machte diesen Aufschwung nicht mit. Auch so sehen Wunder aus. Potenz auf Rezept. Viagra macht's möglich. Die Konsequenz: die Aktie der Pharmafirma Pfizer steigt. Nach anfänglicher Euphorie ist aber klar, die Pille ist doch mehr Medikament als Lustdroge. 1998 war das Jahr der Megafusionen. Die Autogiganten Daimler und Chrysler fusionieren zum drittgrößten Fahrzeughersteller der Welt. Die Deutsche Bank etwa kaufte sich die amerikanische Bankers Trust. In der Ölbranche ist mit Exxon und Mobil ebenfalls ein neuer Riese entstanden. Fazit: auch hier weniger Arbeitsplätze. Gar nicht reibungslos verläuft der Verkauf der Meinl-Kette an Rewe Billa. Noch hat Brüssel das Okay verweigert. Es ist nicht so, dass jede Fusion ein Erfolg ist. Wenn man im Nachhinein die Fusionen und ihre Ziele vergleicht mit dem, was also dann realisiert worden ist, dann stellt sich in der Mehrzahl der Fälle heraus, dass die Ziele nicht erreicht worden sind. Das wichtigste Wirtschaftsereignis, dessen Folgen Europa grundlegend verändern werden, ist der Euro. Heuer wurde beschlossen, wer mitmachen kann. Österreich hat die Kriterien erfüllt. Hergestellt wird die europäische Einheitswährung schon jetzt. Doch das Geld bleibt noch in den Banktresoren. Der Euro gilt ab 01.01.99 vorerst als Verrechnungseinheit. Wien, innere Stadt, Naglergasse 1. Dort hing noch bis vor kurzem das Firmenschild der Rieger Bank.
Dieser Mann hat versucht, die größte Pleite des Jahres, die durch den Kriminalfall Rieger verursacht wurde, zu verhindern. Christian Tomaschek, zwischen der Flucht Riegers und dem endgültigen Konkurs Rieger Bank Vorstand, ist mit seinen Rettungsversuchen gescheitert. Wenn man heute, nach einigen Wochen des Nachdenkens, eine Schlussfolgerung zieht, dann sicher, dass man auch im Bankenapparat vor kriminellen Malversationen nicht geschützt ist. Und dass auch das gesamte behördliche Sicherheitssystem hier den Einzelnen und den Geschädigten, den heute Geschädigten von zwei Banken, keinen Schutz geben konnte. Wolfgang Rieger, der kleine Bankkaufmannslehrling aus St. Wolfgang, wollte hoch hinaus. Von einer Wechselstube im Hinterzimmer hat er es bis zur eigenen Bank gebracht. Am Höhepunkt hatte Rieger alles. Die Villa, die hübsche Frau, zwei Kinder, den Porsche und sogar den eigenen Fußballclub. Doch Rieger spielte falsch. In einem Zeitungsinterview gestand er, die Bilanzen seiner Bank 10 Jahre lang gefälscht zu haben. 1 Milliarde Schilling ist verschwunden. Der Kriminalfall hat auch eine politische Dimension. Rieger hat gezeigt, dass Kontrolle und auch Gesetze im Bankbereich fehleranfällig sind. Im Fall Rieger Bank wäre wahrscheinlich schwer eine andere Möglichkeit geblieben als einen Konkurs. Im Fall der Discountbank hätte eine andere gesetzliche Grundlage vielleicht einen weniger großen Schaden angerichtet. Für Banken gibt es nur den Konkurs. Entweder weiter bestehen in der Form, dass man alle Verbindlichkeiten bedienen kann, oder wenn nicht, dann den Konkursfall. Und das hat ja auch damals schon der Kreditschutzverband kritisiert, dass das eine sehr harte Regelung für Banken ist. Die wichtigsten Kriminalfälle liefen heuer bei der Wirtschaftspolizei zusammen. Rieger, Rosenstengel, der Bauskandal und andere. Die Polizei hat heuer erstmals den Schaden, den Kriminelle im Nadelstreif verursacht haben, errechnet. Alleine in Wien beträgt er 10 Milliarden, mehr als das Wiener Budgetdefizit. Es ist viel. Also es sind, dieser Schaden ergibt sich aus ungefähr 600 Aktenvorgängen. Also Sie müssen sich davon ausgehen, dass jeder dieser Akten mit einem Volumen von 10 bis 15 Millionen Schilling Schaden belastet ist. Einer der umfangreichsten Akten betrifft den sogenannten Bauskandal. In Wien werden derzeit 21 Baufirmen wegen Scheinrechnungen und Preisabsprachen bei zahlreichen Baustellen untersucht. Auch gegen 12 Rathausbeamte wird ermittelt. Dieser Bauunternehmer wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt. Der Bauskandal wird noch lange nicht abgeschlossen sein. Die Post verkauft Anteile ihrer Telefongesellschaft Telekom. Die Telekom Italia kauft um 27 Milliarden Schilling ein Viertel der Aktien. Seit April senden auch Privatradios. Ö3 bleibt aber Marktführer. News wurde an Gruner und Jahr verkauft. Format wurde gegründet und die Süddeutsche Zeitung hat sich am Standard beteiligt. Der Austro-Kanadier Frank Stronach kommt als guter Onkel aus Amerika und geht in Österreich auf Einkaufstour. Das Golf-Ressort in Oberwaltersdorf ist eines der Stronach-Zentren. Exklusivität und auch viel Kitsch, heißt die Devise. Seinen letzten Coup verkündete er lautstark. Stronach will die österreichische Fußball-Bundesliga aufkaufen. Reich geworden ist er mit seiner Autozulieferungsfirma Magna. Nicht nur mit seinem Projekt der Riesenkugel im Süden Wiens polarisiert der Exilsteirer. Stronach verspricht dem Land Investitionen und sich selbst Profit. Ich habe meine Wurzeln hier, nicht? Und zuerst muss man auf das eigene Haus schauen. Und natürlich, ich kann nur etwas machen, was ökonomischen Sinn macht. Ich kann mir es vielleicht erlauben, dass ich hier investieren sage, in diesem Gebiet, woanders würde ich vielleicht 2 oder 3% mehr Profit machen, nicht? Wenn ich ein kleines bisschen weniger Profit mache, dann mache ich es lieber in Österreich, nicht? Im Jänner kauft Stronach die Steyr-Daimler Puchwerke. Der Deal wird mit Magna-Aktien bezahlt. Kritik wird laut, der Verkaufspreis sei zu niedrig angesetzt gewesen. Die Magna-Aktien gar zu hoch lukriert worden. Der Kaufpreis wurde schließlich nachgebessert. Die Stimmung im Betrieb hat sich so um 100% verändert. Voriges Jahr gab es doch eine Weihnachtsfeier beim Herrn Generaldirektor Streicher. Da hat er noch das positive Ergebnis genannt, hat gesagt, die Zukunft sieht gut aus. Und am 7. Jänner kamen wir dann ins Büro und haben erfahren, dass wir verkauft wurden an den Herrn Stronach. Kurz darauf hat es geheißen, dass die Hauptverwaltung aufgelöst wird. Was in den nächsten Monaten passieren wird, so ist die Stimmung ziemlich negativ. Eine Wiener Institution lebt wieder auf. Das Kaufhaus Steffel auf der Kärntner Straße wird feierlich eröffnet. Der Kaufhaushandel boomt. Der Preiskampf nützt den Kunden. Auch auf der Marie-Hilfer-Straße werden alte Kaufhäuser wieder eröffnet. Gerngroß und Staffer, ab jetzt das Eurocenter.
Amartya Sen ist der neue Wirtschaftsnobelpreisträger. Die Sensation ist perfekt. Im Zeitalter der Konsumgesellschaft hat erstmals ein Ökonom diese hohe Auszeichnung bekommen, der nicht nur Armut, sondern auch die Ursachen und die Verhinderung von Hungerkatastrophen erforscht. Die wohl hübscheste Neuerscheinung auf Österreichs Straßen ist der New Beetle. Ende des Jahres wurden die ersten ausgeliefert. Reminiszenzen an den Käfer werden wach, wenn auch nicht beim Preis. Ab etwa 300.000 Schilling ist man dabei. Der Beetle ist trotzdem ausverkauft. Insgesamt war 1998 für Österreich ein gutes Jahr, wirtschaftlich gesehen. Und der Trend soll anhalten, sagen die Prognosen. Keinen erfreulichen Trend gibt es von den Astrologen und Hellsehern zu berichten. Ihre Trefferquote für das Jahr 1998 ist miserabel, glaubt man der Untersuchung eines deutschen Soziologen. Der hat 68 Prognosen von 21 Zukunftsdeutern unter die Lupe genommen und festgestellt, bis auf einen Zufallstreffer lagen alle falsch. Weder wurde Palästinenserpräsident Arafat von Attentätern umgebracht, noch Michael Jackson Opfer eines Flugzeugabsturzes, um nur zwei Beispiele herauszugreifen. Und so zog 1998 auch mit einer Menge chronikaler Ereignisse vorüber, die niemand vorhergesehen hatte, wie zum Beispiel Falcos Tod. Für mich ist der Falco die Kunstfigur, der österreichische Champion. And the Oscar goes to... zu bieten. Den ersten Report im neuen Jahr gibt es am 12. Januar.